Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will jetzt nochmal in die Stadt Korinnes gehen und nochmal die Leute befragen bezüglich der Vermissten, ob da vielleicht neue Aufgaben, neue Quests gibt's oder neue Informationen, Tagebucheinträge. Ich sehe aber zu, dass wir auch irgendwie irgendwo schlafen können. Denn mir ist jetzt wichtig, dass wir es schaffen, nochmal einiges an Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dass wir dann in nächster Zeit auch mal das Schlösser knacken lernen. Weil das ist mir wichtig, dann haben wir da so viele Truhen, die wir jetzt öffnen könnten, die ich nicht öffnen konnte. Die ich aber offen haben möchte. Ja, gehen wir da mal ein bisschen noch mal hin. Und ich möchte es wirklich jetzt irgendwie schaffen. Vielleicht finden wir auch mal endlich den goldenen Kelch. Dafür, wie hieß er nochmal? Für, Bospa? Ne, nicht Bospa, das war sein Bogen. Bromor. Bromors goldene Schale. Vielleicht finden wir das auch endlich in einem dieser Truhen. Aber erstmal wieder zurück nach Korinnes. Und schlafen. Das ist auch erstmal wichtig, dass wir uns mal schlafen legen, damit es wieder hell wird. Ist mir immer viel zu dunkel. Und vielleicht müssen wir auch wirklich irgendwann, also ich gehe mal von aus, dass wir Dexter und so weiter töten müssen. Aber ich glaube, in Gothic 1 habe ich auch irgendwie 2 oder 3 Quests, die nichts mit der Hauptstory zu tun hatten, irgendwie einfach nicht geschafft gehabt. Ich hoffe, wir schaffen hier auch die meisten. Bevor wir das Spiel hier schaffen zu beenden, aber es ist noch ein Weilchen hin. So. Und dann müssen wir auch noch irgendwann wirklich in den Wald rein. Also in den großen Wald hier, der ein bisschen schwieriger ist. Da müssen wir früher oder später wirklich mal rein. Weil da auch Kreaturen sind, gegen die wir kämpfen müssen, damit wir auch ein bisschen skillen können. Und Lester wollten wir auch noch besuchen, das fällt mir ein. Hatte ich ja auch noch vor ein paar Folgen gesagt. Ist ja immer noch dieselbe Aufnahmesession, aber ich habe ein Gedächtnis einer Eintagsfliege. Lester wollten wir auch noch mal quatschen. Weil dann haben wir eigentlich, wir haben jetzt eigentlich alle von der Truppe frei. Sie sind aber noch nicht alle zusammengeführt. Und nur Lester ist hier. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum eigentlich damals in Gothic 1 die Truppe, zu denen wir jetzt gehören, also Lester, Diego, Gorn und Milton, nicht mit mir zusammen gegen den Schläfer da angetreten sind. Vielleicht musste das auch, aber auch so sein, weiß ich nicht. So, aber wir gehen jetzt erstmal schlafen, bevor wir hier mit allen mal quatschen. Ganz besonders im Hafenviertel haben wir eigentlich einiges vergessen, übersehen. Valentino. Ich mag den nicht, den Valentino. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren. So, jetzt erstmal pennen. So, bis zum nächsten Morgen wieder. So, und erstmal unten im Hafenviertel fangen wir mal an. Von da hinten gleich rechts irgendwo.
Beziehungsweise, warte, wir können auch mit Lee quatschen. Quatschen wir zuerst mit Lee. Lee sagen, Gladys. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Hier. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wegen der verschwundenen Leute. Wegen der verschwundenen Leute. Ich hab da ein neues. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Erzähl mir nicht sowas. Okay, ist nichts Neues. Ich glaube, dass so, Bürger. Was ist denn Jack? Seinen Leuchtturm haben wir noch nicht befreit. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Okay. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Shit. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Okay, und warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und also bisher noch nichts Neues. Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Okay, also nichts Neues. Gavel, kann ich eigentlich, glaube ich, auch noch nichts Neues sagen, oder? Nee. So, mit Brahim. Zeig mir deine Karte. Landkarte von Korinis, Stadtkarte von Korinis, Karte der Heiligen Schreine. Ich hätte das nicht. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Ja, ich glaube nicht, dass ich diese Karte von den alten Schreinen brauche. Bürgerin. Das ist mal wieder so, Borka. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Das ist mal wieder typisch. Jein. Meine Meinung will ja ganz Bromo. Kann ich noch nichts Neues? Du. Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süßer. Jein. Sonja? Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Okay, von denen kriege ich nichts Neues. Ich hätte das nicht gemerkt. So, Bürger. Nur Inns. Ich glaube nicht, dass ich etwas ändert. Zeig mir deine Fische. Nee. Gar nichts mehr. Das will doch keiner wissen. Es war genau so, wie du sagst. Nee, das ist kein Turm, wo man rein kann. Okay, ich dachte, da wäre ein Eingang. Das kann doch aber gehen wir mal hier wo weiter. Wo hast du das denn schon wieder her? Er redet einfach zu viel. Bürgerin. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis. Gibt es noch irgendwie Leute mit Namen? Außer hier hinten vielleicht. Der heißt Arbeiter. Karl. Hey, du. Nee, von ihm auch nichts Neues. Ignaz. Zeig mir deine Ware. Ja, Sichtel brauche ich nicht. Der hat nichts, was ich haben will. Okay, bisher gibt es hier auch noch nichts Neues, was zu den Vermissten führt.
Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe so einiges gehört. So, vielleicht hier hinten? Ja, ja, ist ja so. Ritter, Ritter. Ich sag dir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ritter, Ritter, Ritter. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ist ja klar. Noch ein Ritter, noch ein Ritter. Martin? Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft. Was hast du? Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, okay. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So. Runenschwert kann ich leider nicht. Machete, Langschwert. Edles Langschwert. Das ist aber Einhand. So, Ring der Magie brauche ich nicht. Was ist das? More Red Pet. Böses Vertreiben, mittlere Verwundheilung, heiliges. Der hat nichts, was ich haben will. Vielleicht noch mit den einen Fischer da unten quatschen. Wie hieß der nochmal? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Von mir erfährt keiner was. Der Kollege davon, William. Das wird sich nie ändern. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Den müssen wir auch nochmal, glaube ich, quatschen. Vielleicht bringt das ja was. So. Fahren. Hey, genau. Du. Ärger mit der Miliz. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Und? Wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, okay. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladinen schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, wir haben eine neue Quest. Wusste ich jetzt nicht, dass da so, jetzt hänge ich hier fest. So auch nochmal eine neue Quest kriegen. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Hat sich der Varan, der da unten war, wieder gespawnt? Das wären auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Und den Schiff wollen wir ja haben. Nee, der Varan ist nicht mehr da. Zumindest sehe ich ihn nicht. Ne, der ist nicht mehr da. Aber gut, wir können auch nochmal hier mit den Leuten quatschen. So, wir brauchen aber noch... Wie viele Punkte? Wir brauchen noch 2200, sag ich jetzt mal, aufgerundet, damit wir hier Schlösser knacken mal lernen können. Das ist jetzt unglaublich wichtig für mich. Aber wie kommen wir jetzt an die Punkte? So, Ritter. Kann ich mit denen nochmal quatschen? Kann ich da rein? Moment, wo willst du hin? Ich wollte
Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Okay, da passiert nichts. Da sind aber auch einige Leute. Ich will mit denen auch mal quatschen. Vielleicht können die helfen. Da hinten gab es ja niemanden. Fernando will ich aber noch nicht verraten. Dann würde ich sagen, wir versuchen das jetzt mal vielleicht mit dem Leuchtturm. Weil mit Bospas Bogen kommen wir auch momentan nicht weiter. Ich will es jetzt wirklich mal mit dem Leuchtturm versuchen. Vielleicht sind wir schon stark genug dafür, vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen wir auch einfach nur eine bessere Strategie. Was war das denn jetzt? Also wir riskieren das jetzt mal mit dem Leuchtturm. Also hier sind wir jetzt nicht weitergekommen. Es war doch seine Entscheidung. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. So. Lass uns mal abwarten. Nee, das ist nicht der direkt. Egal, wir gehen jetzt hier mal durch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Oder warte mal, wir haben eigentlich jemanden vergessen. Mit dem hatten wir irgendwo in der Hintergasse mal gekämpft. Vielleicht weiß er auch noch irgendwas. Elbridge Torben. Elbridge haben wir zumindest wieder. Es fehlen aber noch zu viele. Und wo war nochmal die Hintergasse? Hier war sie doch. Er erzählt alles weiter. Und es wird noch viel schlimmer. Alvin. Und was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Ich feiere das immer noch. Das feiere ich immer noch von dir. Bürgerin. Lucy. Was gibt's Neues? Ich frage mich, was die Paladine eigentlich hier wollen. Sie haben das Rathaus, die Kaserne und den Hafen besetzt, aber bis jetzt noch nichts unternommen. Wenn sie wegen der Orks oder der Banditen hier wären, hätten sie schon längst was unternommen. Es muss einen anderen Grund geben. Ja. Okay, der Rest bringt mir ja nichts. Was machen wir mit dem Dude? Alrik. Nee. Da gibt's auch nichts Neues, okay. Dann riskieren wir das jetzt nochmal mit dem Leuchtturm. Und ich hoffe, wir sind schon mittlerweile so weit, dass wir die da besiegen können. Obwohl wir haben ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Wir gehen aber zu unserer Lieblingshändlerin. Direkt da am Tor. Und verkaufen mal die Sachen, die wir nicht brauchen. Da haben wir nämlich viel. Obwohl mit Vatras können wir auch nochmal quatschen. Wegen der vermissten Leute? Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Super. Die Steintafeln warten. Nee, gibt's nichts. Nichts Neues. Gut, jetzt erstmal zu unserer Lieblingshändlerin, also meiner Lieblingshändlerin. Und dann. Zum Leuchtturm. Was du nicht sagst. Beziehungsweise, warte, der kann doch auch noch Daron. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Nein. Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Nein. Wie viel ist denn deine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Inus, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Alter, nein! Nee, ich wollte nicht spenden. Was? Alter, ich will mein Gold wieder. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wirklich?
Digga, der nimmt mir einfach mal 50 Gold mit weg. Alter. Was machst du in der Stadt? Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Aber nimmst mir 50 Gold weg, Wichser. Das ist mal wieder typisch. Ja, erzähl mir mehr über das Kloster. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ne, über Innos möchte ich jetzt nichts Neues wissen. Das habe ich schon. Der nimmt mir einfach mal 50 Gold weg. Wer sagt denn so? Ah, da bist du ja wieder. Jo, hi Sarah. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich muss die 50 Gold wieder zurückbekommen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So. Bros Breitschwert. Ach, erzähl mir nicht so. Davon haben wir schon 3 Stück. Die brauchen wir eigentlich nicht was mehr. Was du nicht sagst. So, das kann weg. Der Bogen kann weg. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Fisch behalten wir mal. Hier, mittlere Söldnerrüstung. Wir haben hier schon eine. So, Amulette Lebenskraft behalten wir mal bei. Gravierter Ring. Der Überseehändler-Gilde Araxos. So, Ring der Holzhaut. Das habe ich schon immer gesagt. Plus verfallen 3. 3 Schutz, das bringt doch gar nichts. So, dann können wir hier die Schafsfälle. Das habe ich schon dazu gesagt. Und. Ach, erzähl mir ja, was können wir noch? Ich glaube, die brauchen wir nicht. Ich habe selbst erlebt. Aber egal, ich behalte die mal bei. Und die Goldlumpen, Goldbrocken. Wir haben jetzt 35 Sumpfkraut, aber behalte ich trotzdem mal bei. Ein Lederbeutel, Olafs Beutel. Das habe ich. Das wird noch viel schlimmer. Okay. Was ist in dem Lederbeutel drin, ne, was wir da haben? Der erzähle ich gar nicht mehr. 25 Gold, immerhin. Ich habe was anderes. Gut, jetzt auf zum Leuchtturm. Egal, wenigstens 50 Erfahrungspunkte bekommen. Von dem Arsch, der uns hier das Gold einfach weggenommen hat. Was bedient er sich einfach so an. Hi Pflanze. So. Da hat sie nichts gerespawnt. Okay, schade. So, ich will es jetzt aber ein paar Mal riskieren, hier nochmal. Am Leuchtturm, das zu befreien, Jacks Leuchtturm. Ich speichere jetzt nochmal auf die 5, komm. Dann gucken wir mal. Vielleicht sind wir schon stark genug. Ich mach dich fertig. So. Ach, Halunke heißt der. Da ist Das hast du verdient, Mistkerl. Okay, die haben mich getötet. Wir haben auf der 5 gespeichert. Wieso sind jetzt auch noch einmal beide so rübergekommen? Kann ich den auch von hier aus treffen? Nö. Jetzt. Aber ich will den da. Komm, den muss ich jetzt auch treffen können, oder? Ja. Wird nur 1000 Jahre dauern. Aber besser so. Jetzt treffe ich den gar nicht mehr, oder wie? Wieso treffe ich den nicht?
Nochmal. Ich soll jetzt warten. Ah, doch. Keine Muni? Nein. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Jetzt bist du dran. Oh, der eine hat sogar eine Armbrust. Schwert will ich jetzt erledigt haben. Bleib stehen, du Lump! Komm. Komm. Jo, den haben wir. Nehmen wir mal alles mit, was er hat. Schnell speichern. Das mal auf die 4. Okay. Strategie gefunden. Und jetzt nochmal. Komm, wir haben Essen. Pflanzenfleisch. Und wir können dann nochmal den Bogen ausprobieren gleich. So, was können wir noch essen? Komm, Brot und Käse können wir essen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Warte, wir haben ja jetzt den Bogen. Komm, den. Müsste ich jetzt auch treffen können, ne? Irgendwann. In 1000 Jahren. Wir haben den ersten immerhin von denen. Wieso treffe ich den nicht? Ja, das ist jetzt echt blöd. Ich mach dich fertig. Was nun? Nur ein Millimeter Schaden? Ja, renn so schnell wie du kannst! Der andere hat schon aufgegeben, okay. Oh, der hat aber getroffen. Ja, jetzt gehen wir drauf. Komm, dann können wir gleich laden. Das hast du verdient, ja. Mistkerl. Das war klar. So, wir hatten jetzt auf dem hier speichert. Ja, hier hatten wir gespeichert. Nochmal hier Pflanzenfleisch. Ich speichere nochmal gleich, nachdem wir gegessen haben. Und den Käse nochmal. Speicher hier auf die 4. Will ich so nochmal versuchen. Findet er jetzt einen Weg zu mir? Okay, nice. Erstmal. Oh. Das hast du verdient, Mistkerl. Der hat da durchgesch.
getroffen. Okay, ich würde das jetzt nochmal versuchen, aber in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.